Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ernährung ist ein wichtiges Thema und ich habe heute einen Spezialisten dazu da, Dr. Andreas Noack. Wir hatten schon einige Vorträge von dir mal bei Bewusst TV drin. Heute haben wir dich endlich mal ins Studio gekriegt. Er ist Chemiker, promovierter Chemiker mit Schwerpunkt eben Ernährung und Vorstand der Gesundheitsbewegung in Feldkirch. Ansässig in Feldkirch, nicht? Feldkirch in Österreich, habe ich jetzt alles hoffentlich richtig gesagt. Am besten stellst du dich selber nochmal kurz vor, wo du herkommst und warum Ernährung für dich jetzt so das Thema ist, wo du sagst, das ist wichtig. Ja, ich habe da einen familiären Hintergrund. Mein Vater war Spitzensportler, war deutscher Meister im Diskuswerfen und er hat sich sowas von falsch ernährt, dass er im Alter von 41 Jahren gestorben ist. Ich habe meinen Vater im Alter von 3 Jahren verloren und ich habe dann später erfahren, mein Vater hat daran geglaubt, Butter macht ihn stark, erhöht die Schnellkraft seiner Muskulatur, das ist so. Aber ein Spitzensportler muss unter anderem auch sein Immunsystem richtig ernähren. Und das hat er leider völlig falsch gemacht. Und ich befasse mich vor allen Dingen mit der Fragestellung, wie ernähre ich mein Immunsystem richtig, so dass es in der völligen Schlagkraft steht, wenn es darum geht, sich wehren zu müssen. Nun war kürzlich im Spiegel, du hast das glaube ich auch als Thema deiner jüngeren Seminare, den Spiegeltitel, wie heißt das, gefährliche Vitamine, die oder? Die Vitaminlüge hat die Vitamin vor 4 Wochen in den Markt gebracht. Also das ist eigentlich, zeigt, dass das umstritten ist. Es sind zwar sehr viele Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel kaufen, in Amerika ist das glaube ich noch, ist das da verbreiteter oder so, oder kommt deutlich, bei uns deutlich auch? Deutlich verbreitet, in Amerika ist der Markt doppelt so hoch pro Kopf. Genau, aber auch bei uns gibt es doch sehr viele, die da was zu kaufen, aber jetzt wird das verteufelt und aber angeblich mit Studien belegt, aber da hast du einiges rausgefunden, dass die nicht so ganz richtig interpretiert werden, oder? Ja, das, also es wird zum Thema Vitamine, Mineralien so viel Unwissen verbreitet, dass es wirklich traurig ist. Der Spiegel hat mit diesem Titelthema, die Vitaminlüge, mehr oder weniger die Sache so dargestellt, mit Vitaminen wird einfach nur Geld verdient und die tun überhaupt nichts Gutes. Im Gegenteil, sie schaden sogar noch. Genau, und er hat sich das Thema Vitamin E vorgenommen und über Vitamin E gibt es so viel positive Studien. Vitamin E ist gefäßerweiternd, hilft letztendlich, dass unser Blut besser zirkulieren kann, hilft den Membranen in der Zelle, Nährstoffe, wichtige Nährstoffe besser aufzunehmen. Also das Vitamin E, was so geprüft ist, auf einmal Prostatakrebs unterstützen sollte, klingt ziemlich unglaublich. Und ich habe mir dann die Studie angeguckt, die der Spiegel zitiert, und ich habe 30 Sekunden gebraucht, um identifizieren zu können, was da falsch gelaufen ist. Und es klingt ziemlich unglaublich. Man hat da eine Studie mit 35.000 Menschen durchgeführt an 430 verschiedenen Orten, Amerika, Kanada, Puerto Rico. Und man hat ein künstliches Vitamin genommen, was eigentlich kein Vitamin ist, sondern mehr künstliche Stoffe enthält als natürliche. Und es war von Anfang an klar, wer die ganze Vitaminphilosophie versteht, Vitamine sind Stoffe, die Pflanzen für uns herstellen, die wir nicht selbst herstellen, aber die Pflanzen eben. Und die Pflanzen stellen nur natürliche Stoffe her. Und in dieser Studie wurden hauptsächlich unnatürliche, in Pflanzen gar nicht vorkommende Stoffe, also künstlich hergestellt, chemisch hergestellt, als Vitamin E bezeichnet. Ja. Und das hat man hinter einem merkwürdigen Namen versteckt. Man benutzt racemisches Vitamin E. Versteht eigentlich überhaupt keiner. Racemisch heißt, in der Natur haben oftmals die Moleküle, die da hergestellt werden, Werkzeugcharakter. Und man stellt sich vor, man hat als Rechtshänder versucht man mit einem normalen Korkenzieher eine Flasche Wein aufzumachen, den Korken zu ziehen. Das gleiche Werkzeug für einen Linkshänder funktioniert nicht richtig. Und bei diesen Vitaminen ist es so, dass die entweder für Rechtshänder oder für Linkshänder gebaut werden. Und die Natur macht eben nur eine Händigkeit. Und also im molekularen Bereich. Genau, und der Chemiker kann einfach nur
in normalen Prozessen Bild und Spiegelbild eines Moleküls herstellen. Und wir wissen vom Contergan-Skandal, dass man den Wirkstoff als Bild, als optisches Stereoisomer untersucht hat hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Da war das Contergan-Molekül wirksam. Und als Spiegelbild, ja, hat es die kleinen Ärmchen, die kurzen Beinchen etc. ausgelöst. Es war eine Katastrophe. Und vor diesem Hintergrund kann man überhaupt nicht so tun, wenn man dieses Wissen irgendwie noch verfügbar hat, zu sagen, dass diese Spiegelbild-Isomere, dass man das als natürliches Vitamin E bezeichnet, ist aus meiner Sicht Wortmanipulation. Und mich wundert es eben sehr, dass hier 35.000 Leute über mehrere Jahre in eine Studie eingebunden werden, wo, wenn man das ganze Wissen hat, nach einer halben Minute eigentlich weiß, die ganze Studie ist hinfällig. Das Weil Ergebnis, es nicht um natürliche Vitamine geht. Das Ergebnis geht. Steht im Vorfeld ja. fest. Ja. Du hast gesagt, man kann es eigentlich in einer halben Minute oder 30 Sekunden nachvollziehen. Das hat auch etwas mit dem Denken zu tun und das ist auch ein wichtiges Thema aus deiner Forschung, dass du sagst, also Ernährung und Mineralien und Vitamine haben eben auch frappierende Auswirkungen auf unsere Fähigkeiten überhaupt zu denken. Und so ein Spiegelartikel wird ja von vielen Menschen gelesen und die meisten werden sagen, oh, Vitamine sind gefährlich, weil sie es ja gelesen haben, aber nicht drüber nachgedacht haben, wie du und diesen Schluss gezogen haben. Kannst du das bestätigen, dass also Ernährung sehr wichtig ist, eben auch für unsere Fähigkeit, selbstständig zu denken? Das ist jetzt eine lange Geschichte. Wer aber die biochemischen Vorgänge im Körper versteht, der versteht immer mehr, dass es wirklich Moleküle, Vitamine, Mineralien gibt, die im Körper unser Denken prägen. Ist eine etwas jetzt philosophische Diskussion. Aber wenn wir uns die Frage stellen, warum sind wir eigentlich lebendig? Ja? Wo kommt diese Lebendigkeit her? Und wir lernen das zwar nicht auf der Uni, wir lernen es nicht in der Schule, aber es gibt namhafte Wissenschaftler, die kommen immer mehr zu der Idee und leiten diese auch physikalisch wirklich vernünftig her, dass wir, ich sag mal, rudimentäre Intelligenz in atomaren Strukturen, in molekularen Strukturen haben. Und dass diese rudimentäre Intelligenz in einer Art Superpositionsprinzip unser Gehirn, unsere Zellen intelligent machen. Und wir wissen es von Alzheimer. Da wird vermutet, Alzheimer hat was damit zu tun, dass sich Aluminium im Gehirn anreichert. Merkwürdigerweise merkt man jetzt, dass bei Alzheimer spezielle Edelmetall-organische Verbindungen, die kognitiven Funktionen wieder anregen. Wir kennen Studien, dass Gold in bioverfügbarer Form den Intelligenzquotienten anhebt. Und da steckt viel alchemistisches Wissen hinter. Und wir wissen, dass man mit speziellen katalytisch aktiven Elemente, wenn die Teil der Nahrung sind, seine Gehirnfunktion bewahrt. Und diejenigen, die sich so ernähren, dass diese Elemente keine Rolle mehr in ihrer Ernährung spielen, die bauen im Alter extrem ab. Wir haben in deinen Vorträgen ja gelernt, dass man uns ja sozusagen die essentiellen Substanzen schmackhaft macht. Das heißt, bestimmte Sachen sind einfach für die Ernährung essentiell. Und du hast aber gesagt, dass viele Dinge, die dort essentiell sind, eigentlich nicht essentiell sind und Dinge, die überhaupt nicht erwähnt werden, eigentlich sehr eine große gesundheitliche Rolle spielen können. Das heißt, sie werden aber gar nicht erwähnt, wenn man die Substanzen anguckt, die irgendwo in der Nahrung drin sind. Also wir haben in den Ernährungswissenschaften, in der Chemie, in der Biochemie ein Analyseproblem. Und viele Stoffe, die extrem wichtig sind, sind analytisch sehr schwer zu erfassen. Und die Ernährungswissenschaftler, die Ökotrophologen, wollen die Stoffe analytisch erfasst haben. Sie wollen Statistiken machen, um jetzt sagen zu können, das ist wichtig, das ist unwichtig. Und wir verstehen aber immer mehr, dass die wirklich wichtigen Stoffe statistisch kaum erfassbar sind. Das heißt, wenn wir auf diesem Dogma beharren, alles statistisch erfassen zu wollen, ohne dass wir
Indizienbeweise heranziehen, um entscheiden zu können, welche Stoffe wichtig sind und welche Stoffe nicht wichtig sind, dann verharren wir in einer Situation, die uns nicht voranbringt. Ich nenne mal das Beispiel Lithium. Lithium gilt in Amerika als so eine Art Anti-Aging-Mineral fürs Gehirn. In Amerika wird empfohlen, pro Tag etwa 10 Milligramm Lithium zu sich zu nehmen. Wir in Deutschland haben aber nur etwa 1 Milligramm Lithium in unserer normalen Nahrung. Jetzt muss man eins noch sagen, in Amerika gibt es eine Studie, die zeigt, je geringer die Lithiummenge im Trinkwasser, desto höher ist die Kriminalitätsrate, desto höher ist die Suizidrate, desto höher ist die Mordrate, desto höher ist die Vergewaltigungsrate. Und aus diesem Grund ist in Amerika auch Lithium als normales Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. In Europa bekommt nur jemand Lithium, wenn er ein ganz massives psychologisches Problem hat, wenn er als manisch-depressiv diagnostiziert wird, dann kriegt er Lithium, aber nicht die 10 Milligramm, die in Amerika im Nahrungsergänzungsmittelbereich empfohlen werden, sondern er kriegt dann 900 Milligramm Lithium. Und da spricht vieles dafür, dass das eher schon überdosiert ist. Mhm. Wir wissen jetzt aber auch, was bei hoher Dosis therapeutisch wirkt. Das ist so eine Art Grundgesetz im ernährungswissenschaftlichen Bereich. Bei hoher Dosis therapeutisch muss bei geringer Dosis prophylaktisch sein. Mhm. Und trotzdem haben wir hier in Deutschland ein Problem, über Lithium vernünftig zu sprechen, weil die Studienlage für Lithium ist einfach so, es muss eigentlich zugelassen werden, als essentiell eingestuft werden. Und wenn es als essentiell eingestuft wird, dann darf es auch supplementiert werden, dann darf es gedüngt werden. Ein anderes Element, wo die Studienlage auch mehr als eindeutig ist, ist Strontium. Strontium reichert sich auch im Knochen an, der Knochen braucht Strontium. Calcium kann nur im Verhältnis 2:1 zu Strontium in den Knochen eingelagert werden. Das wäre aber jetzt eine Substanz, wo jeder sagen würde, oh Gott, Schwermetalle, Strontium wollen wir um Gottes Willen nicht im Körper haben. Also da sind wir auch schon einer Fehlinformation aufgesessen, oder? Schönes Beispiel, du hast das Wort Schwermetall benutzt. Ja, klingt alleine schon gefährlich. Du kannst bei Wikipedia eben nachschauen, was ist ein Schwermetall. Und da gibt es 35 verschiedene Definitionen für das Wort Schwermetall. Das heißt, wer das Wort Schwermetall benutzt, der weiß tatsächlich nicht, was er meint. Und er weiß schon mal gar nicht, was der andere darunter versteht. Ja. Wir haben leider in dem ernährungswissenschaftlichen Bereich so ein Wortkauderwelsch, dass keine vernünftige Diskussion eigentlich möglich ist. Und aus dem Grunde haben eine Reihe von amerikanischen Ärzten, Ernährungswissenschaftlern ein neues Wort geprägt, um mit Ernährung wieder vernünftig, auch wortgetreu umgehen zu können. Prägen den Begriff Nutrazeutikum. Mhm. Ein Nutrazeutikum ist erstmal ein wertneutraler Begriff, der sagt, das ist ein Stoff, der aus der Nahrung kommt, der im Körper Wirkung hat. Und wenn wir diesen Begriff Nutrazeutikum benutzen, dann können wir anfangen, diese Stoffe aus unserer Nahrung in eine Hierarchie einzubinden. Und dann kommen wir zu dem Schluss, dass nicht die Stoffe, die besonders gut analysiert werden können, sondern die Stoffe, die einfach in der Hierarchie besonders weit oben angesiedelt sind, die einfach eine hohe biochemische Funktionalität haben, dass das die wichtigen sind und nicht diejenigen, wo alle sagen, ja, die sind wichtig, weil wir sie auch leicht messen können. Die besonders wichtigen lassen sich nicht leicht messen. Und das ist der große Irrtum im ernährungswissenschaftlichen Bereich. Okay, wir wissen aus deinen Vorträgen oder wir ahnen es auch, dass bei uns heute in der gesamten Ernährung viele Dinge gar nicht mehr drin sind, weil das aus den Böden schon die Mineralien weitgehend raus sind durch die künstliche Düngung, ist ein weites Feld, aber das hat man schon mal gehört. Wie frappierend und wie gefährlich ist diese Entwicklung, die wir haben, wie wir uns ernähren und wie wir Landwirtschaft betreiben? Begehen wir da nicht kollektiven Selbstmord, wenn wir so weitermachen? Also natürlicherweise haben wir 70, 80 unterschiedliche Mineralienelemente im Körper. Aber von diesen 70, 80 Elementen werden nur noch, ich sag mal, 15 gedüngt. Das heißt, 80% der natürlichen Elementtypen
müssen sukzessive in unsere Nahrung und damit in unserem Körper verarmen. Und viele dieser Stoffe muss man nach vernünftiger Sichtung der Studien als hochwichtig einstufen. Und wenn die wirklich wichtigen Stoffe in unserer Nahrung verarmen, dann nehmen alle Körperfunktionen in uns ab. Dann können wir nicht mehr denken, dann können unsere Immunzellen nicht mehr so agieren, wie sie agieren sollten. Dann altern wir vorzeitig. Man muss sich vorstellen, wir verstehen immer mehr, wir bestehen aus einem Kosmos an Zellen. Wir bestehen aus etwa 70 Billionen Zellen. Das sind 10.000 Mal mehr Zellen, als die Erde Einwohner hat. Wir sind so eine Art Regierung eines Riesenplaneten. Und jede Zelle hat eine gewisse Intelligenz. Und wir müssen diese Zellen bei Laune halten, wenn wir irgendwas erreichen wollen. Wir verstehen, dass wir innerhalb von einem Jahr von diesen 70 Billionen Zellen etwa 90% austauschen. Wir sind eine Art, lebendiges Gebäude, das im lebendigen Zustand sich laufend renoviert. Und dann kann man auch vorstellen, dass man die Baumaterialien für diese Renovierung laufend mit der eigenen Nahrung zu sich nehmen muss, damit man sich vernünftig renovieren kann. Und wenn diese Baumaterialien fehlen, dann wird die Renovierung einfach falsch. Dann werden Sollbruchstellen eingebaut und dann passieren die Katastrophen, die man Krankheit und so weiter nennt. Und die ganzen wissenschaftlichen Forschungen, die sind eigentlich schon ziemlich weit, aber es gibt merkwürdige bürokratische Prozesse, die es verhindern, dass gewisse Substanzen, die nach ganz objektiven wissenschaftlichen Maßstäben als wichtig eingestuft werden müssten, dass die immer noch als unwichtig eingestuft werden. Ich hatte Strontium genannt, ich hatte Lithium genannt. Da ist noch Vanadium dabei. Sehr viel deutet darauf hin, dass Gold eine ganz wichtige Funktion hat. Ich sage nur mal Platin. Wir wissen, dass Platin das Mittel in der Krebstherapie ist. Chemotherapie ist Platin. Das ist bioverfügbares Platin. Also wir wissen wieder, was bei hoher Dosis therapeutisch wirkt, muss eigentlich bei geringer Dosis prophylaktisch wirken. Kann man sich auch denken eigentlich. In Amerika wird kolloidales Platin eingesetzt, um das Immunsystem zu stabilisieren. In Amerika wird kolloidales Silber eingesetzt, es wird kolloidales Gold eingesetzt, es wird kolloidales Rhodium, Iridium eingesetzt. Die ganzen Edelmetalle werden in kolloidaler Form eingesetzt und vieles spricht dafür, dass die Natur genau das macht, dass genau die Natur Pflanzen in ihren Zellen, wenn sie in vernünftigen Boden, in vernünftigen Humusboden wachsen können, diese ganzen Metalle in kolloidaler Form in ihren Zellen einbinden und wir diese dann naturgemäß schon immer in kolloidaler Form zu uns genommen. Kann man den Begriff kolloidal einfach mal klären, weil das kenne ich zwar auch, klingt auch sehr wissenschaftlich, aber richtig zu wissen, was es bedeutet. Also, dass man nicht so ein Stück Gold oder Platin jetzt irgendwo abraspelt oder auch Eisen und das in die Nahrung tut, das kann man sich vorstellen. Was ist kolloidal jetzt wirklich? Dass es bioverfügbar ist oder was bedeutet? Kolloidal heißt, es sind sehr, sehr kleine Teilchen. Teilchen, die in einer Flüssigkeit in Schwebe gehalten werden. Also einerseits ist es die Kleinheit des Teilchens, andererseits ist es eine elektrische Oberflächenladung. Diese Teilchen sind geladen und über diese Ladung halten sie sich gegenseitig auf Abstand und hindern sich davon, zu Boden zu sinken. Ganz wichtig, Pflanzenzellen, wenn sie lebendig noch sind, wenn sie noch nicht abgestorben sind, haben um sich herum eine Oberflächenladung. Und diese Oberflächenladung steht im Zusammenhang mit der Ladung der Kolloide, die quasi in diesem Zellbauch einer Pflanze eingebunden sind. Und wenn die Zellmembran der Pflanze, wenn wir sie pressen, wenn wir sie zerkauen, wenn sie gebrochen wird, dann werden diese Kolloide in kolloidaler Form frei. Wir führen sie unserem Magen-Darm-Trakt typischerweise als kleines Teilchen, kleines geladenes Teilchen zu. Jetzt wissen wir, dass unsere Darmzellen, die diese Kolloide passieren lassen müssen, wiederum auch
lebendig sind. Sie haben ein elektrisches Feld und es ist das naheliegendste der Welt, dass das elektrische Feld eines Kolloidenteilchens mit dem elektrischen Feld einer Darmzelle interagiert. Und die Darmzelle hat naturgemäß schon immer nur elektrisch geladen, also lebendige, in Anführungsstrichen, Kolloide durchgelassen und nicht geladene Teilchen, Bröckchen einfach außen vor gelassen. Und in dem ganzen wissenschaftlichen Bereich befasst man sich im Moment noch überhaupt nicht mit der Oberflächenladung dieser Kolloide, und die ganzen Studien, die es dahingehend gibt und gemacht werden, die sind von daher hinfällig, weil sie ganz wichtige Funktionsparameter dieser Substanzen missachten. Du hast eben gesagt, in Amerika kriegt man diese kolloidalen Silber, Gold, was war noch, Platin, einiges bekommt man. Lithium, bei uns hört man das mal so im sehr alternativen Bereich, aber eigentlich Bürger... Die sind hier in Europa nicht zugelassen. Ja. Muss man also sozusagen jemanden finden, jemanden kennen, der jemanden kennt, der das unter der Hand irgendwie... Ja, das wäre nicht legal. Ja. Ja. Sondern man muss eigentlich für das Wissen, für das Bewusstsein schaffen, dass wir hier in der Diskussion, welche Stoffe wichtig, welche essentiell sind, dass wir hier schneller vorankommen. Das Beispiel Selen. Also viele wissen, dass Selen wichtig ist. Mhm. Ja, Selen unterstützt das Immunsystem. Selen wird bei jedem Immunschwäche-Krebspatienten in Hilfestellung zu anderen Medikamenten auch gegeben. Und jetzt ist die Sache so, Anfang der 60er Jahre war die Studienlage eindeutig, dass Selen eigentlich auf die Essentiellliste müsste. Fast 30 Jahre hatte man gestritten, Ende der 80er Jahre hatte man Selen dann auf die Essentiellliste gesetzt. Und dann durfte es supplementiert werden, durfte es gedüngt werden. Davor war es als hochtoxisch verschrien. Wir wissen im Prostatabereich, dass Selen die Überlebenswahrscheinlichkeit von Prostatapatienten um 20% erhöht. Mhm. Wir haben in Deutschland etwa 400.000 Krebstote pro Jahr. Und eigentlich müssen diejenigen, die Selen auf die Verbotsliste gesetzt haben, wider besseren Wissens sich damit konfrontieren lassen müssen, dass sie hier einen erheblichen Prozentsatz dieser 400.000 Tote pro Jahr in Deutschland über 30 Jahre ins offene Messer haben gehen lassen, wenn sie hier Selen auf die Verbotsliste gesetzt haben. Und wir haben in Deutschland das besondere Problem, dass wir Selenmangelböden haben. In Amerika hat man dieses Problem nicht. Aber dieses Selenverbot hat besonders den Menschen in Deutschland geschadet. Und zwar ist wahrscheinlich, dass da Hunderttausende von Menschen in diesem Selenverbot, mit diesem Selenverbot ihr Leben verloren haben. Eine heftige Aussage, aber man kann es sicherlich auch belegen, wenn du das so deutlich sagst, dass eben durch Selen, wenn man es supplementiert, dann eben wirklich einfach auch eine Verbesserung der oder eine geringere Krebstodesraten sind. Gibt es da Studien drüber? Oder? Wie gesagt, über Prostatakrebs gibt es eine klare Studie, da geht es um 20%. Es gibt eine Studie, eine amerikanische Studie, da werden Hautkrebspatienten untersucht, und bei Hautkrebspatienten ist es so, dass sich die Krebsrate um 50%, also die Sterblichkeitsrate um 50% reduziert, wenn die Selen bekommen. Also ich sag mal, die Zahlen, die ich eben gesagt habe, sind konservativ bemessen. Also kann man schon eindeutig die Aussage machen, die du ja eben sehr drastisch gemacht hast. Und die auf Basis der Studien, die ich kenne. Also ich stelle hier keine Behauptung auf, sondern es gibt eine Studie zu Prostatakrebs, es gibt eine sehr deutliche Studie zu Hauptkrebspatienten, dass ihre Überlebenschance bzw. dass ihre die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken und zu sterben um 50% reduziert wird, wenn sie Selen bekommen. Eindeutige Sache. Nun gibt es ja noch viele andere Krankheiten. Wir können sicherlich nicht alles erfassen. Wir haben zu Anfang das Denken schon mal angesprochen. Da fällt mir Alzheimer ein, beziehungsweise Alzheimer. Immer wieder gerne genommen. Ja. Ist ja scheinbar ein Problem, was um sich greift. Und Demenz, Altersdemenz. Mhm.
ist das auch sicherlich, denke ich mal, eine Sache der Supplementierung oder der Sachen, die wir in der Ernährung aufnehmen oder nicht aufnehmen? Also Studien zeigen, dass Chemotherapie ja, bei Alzheimer hilft. Ja. Okay. Das ist ein bisschen merkwürdig, von daher fragt man sich, warum? Was passiert da eigentlich? Also Fakt ist, bei Chemotherapie wird bioverfügbares Platin gegeben. Hm. Ja? Und wir wissen, bei Obduktion von Krebstoten, die Chemotherapie bekommen haben, dass sich Platin im Gehirn anreichert. Mhm. Und wir wissen auch, dass Platin auf einmal bei Alzheimer, wo ja die Gehirnzellen ein Problem bekommen, dann auf einmal nützlich ist. Das gibt die Studienlage her. Diejenigen, die sich damit befassen, die kommen immer mehr auf den Gedanken, dass unsere Gehirnzellen über gewisse Edelmetallstrukturen in die Lage versetzt werden, überhaupt denken zu können. Mhm. Das heißt, wenn diese Strukturen, wie diese Edelmetallstrukturen im Gehirn verarmen, dann kann es sein, dass wir da ein Problem bekommen. Jetzt muss man eins sagen, man wird, wenn man das Gehirn analysiert, relativ wenig Edelmetalle finden. Mhm. Wir wissen aber, der Zellaufbau hat immer eine pyramidale Struktur, und dass die Stoffe, die besonders wichtig sind, typischerweise in geringen Konzentrationen, in geringen Mengen vorkommen. Und das ist eine Denke, die in diesem ernährungswissenschaftlichen Bereich einfach stattfinden muss, dass man diese Wirkungshierarchien versteht. Ja? Beispielsweise ein Platinmolekül, ein Platinion, ein Platinenzym, ein Platinkomplex ist eine Milliarde Mal aktiver in biochemischer Hinsicht als ein Quecksilberatom oder tausendmal aktiver als ein Eisenatom. Also auch wenn diese Stoffe in einer viel geringeren Menge vorkommen als Eisen etc., kann es trotzdem sein, dass sie aufgrund ihrer biologischen Wirksamkeit eine höhere Funktion haben und damit in der Prioritätsskala über den bekannten essentiellen Elementen stehen. Eindeutig. Nun gibt's, lass mich noch andere Bereiche ansprechen. Wir haben Krankheiten. Parasiten ist so ein Thema, wo wir auch viele Menschen wissen, wir haben viel mehr in uns, als wir eigentlich haben sollten. Ist das auch eine Sache, dass die ernährt werden durch die Art, wie wir uns ernähren und vermehrt werden oder schlechter bekämpft werden kann? Also der größte Feind der Parasiten sind unsere Immunzellen. Unsere Immunzellen muss man sich als kleine U-Boote vorstellen, die unsere Blutgefäße, unser Bindegewebe reinigen und damit für den Sauerstofftransport diese Blutgefäße wieder optimieren. Viele Parasiten mögen keinen Sauerstoff. Und viele Parasiten werden eben auch direkt von diesen schlagkräftigen Immunzellen angegangen. Und unsere Immunzellen stellen quasi auf ihrem Level molekulare Waffen her, oder sie haben eine molekulare Waffenschmiede, und diese Waffenschmieden, diese Werkzeuge, die da benutzt werden, das sind oftmals, also es sind typischerweise immer Enzyme. Ich will jetzt nicht zu weit in diese Biochemie reingehen, aber Enzyme werden typischerweise von Edelmetallen gesteuert. Und das ist eine Kaskade an biochemischen Reaktionen, die ausgelöst werden oder nicht ausgelöst werden, wenn uns diese Edelmetalle, diese Immunmineralien fehlen. Und wir haben, ich sag mal, eine Art gefesseltes Immunsystem, wenn es nicht vernünftig ernährt wird. Und nach einer Studie zufolge haben wir in Deutschland etwa ein Drittel aller Menschen haben einen Virus, einen Mikroorganismus, einen Parasit, den man beispielsweise als Toxoplasmose gondii bezeichnet. Sie haben Toxoplasmose gondii. Jeder Dritte in Deutschland. Und wir wissen, dass Toxoplasmose gondii, wenn Ratten damit infiziert sind, diese Ratten in den Selbstmord stürzen. Also das ist ein Parasit, der seinen Wirt übernehmen kann. Ratten, die mit Toxoplasmose gondii infiziert werden, fangen an, Katzenurin zu lieben.
Das heißt, die gehen an die Stellen, an denen Katzen normalerweise vorbeikommen und landen dann mit ihren Parasiten gemeinsam in dem Katzendarm. Jetzt, warum macht der Parasit das? Und wie schafft er ein solches intelligentes Lebewesen wie die Ratte dazu zu bringen, sich umzubringen? Ja. Und Forscher, die sich damit befassen, kommen zu dem Gedanken, dass es sein könnte, dass menschliches Verhalten durch Parasiten mit beeinflusst wird. Und wenn man in diesem Bereich, wenn man über diesen Bereich nachdenkt, dann fühlt man sich so ein bisschen in Science Fiction versetzt. Ein bisschen Akte X, ja. Aber ob das jetzt so ist oder nicht, es gibt gute Gründe, um sein Immunsystem so stark zu machen, damit es einen sehr gut vor parasitären Einflüssen schützt. Und da ist die Nahrung das A und das O. Wird bei den meisten Menschen eben schon vernachlässigt, und was wir im Supermarkt kriegen, weil es ja bequem ist, wir sind ja alle gerne mal bequem, ist sicherlich suboptimal. Was kann jetzt der normale Zuschauer machen, ohne jetzt wirklich sich den ganzen Tag nur noch damit zu befassen, wo er die beste Ernährung herkriegt? Was würdest du empfehlen? Einfach auch eine Supplementierung, also die Dinge, wir haben ja ein paar Sachen genannt, Lithium und was war, Lithium, nicht Lithium, und so weiter, sich das zu holen. Es gibt ja die Zusatzstoffe, oder? Also es gibt jetzt ein paar Sachen, die er im Körper haben sollte und ein paar Sachen, die er nicht im Körper haben sollte. Und jedes Mal, wenn wir raffinierte Produkte essen, ob das Weißmehl ist, ob das Zucker ist, dann sind diese natürlich extrem mineralstoffarm und verursachen so eine Art Mineralstoffdefizit langfristig gesehen. Also es gibt so ein paar aus meiner Sicht minderwertige Lebensmittel. Das ist Zucker, viele wollen es jetzt nicht hören, aber Mehl ist eher ein, aus meiner Sicht, ein minderwertiges Lebensmittel. Was möglicherweise dann gerade noch die Parasiten ernährt, die wir gar nicht im Körper haben wollen, nur kurz. Also, ja. Ob wir ein Nährstoff, ein Lebensmittel hochwertig oder minderwertig ist, hat zwei Funktionen. A, muss man schauen, wir nehmen alle zu viel Phosphor zu uns. Der Phosphoranteil in unserer Nahrung ist doppelt so hoch, wie er sein sollte. Und wenn Phosphor in unserem Körper umgesetzt, veratmet, metabolisiert wird, entsteht Phosphorsäure, und diese Phosphorsäure ist für die Übersäuerung in unserem Körper verantwortlich. Fast alle Getreideprodukte haben ein schlechtes Verhältnis von Phosphor zu Calcium, zu Magnesium, zu Kalium. Und diese vier Mengenmineralien entscheidet, ob es basisch ist, wenn es die drei Mineralien, die ich zuletzt genannt habe, vornehmlich enthält, oder Phosphor. Und alle Getreide enthalten vornehmlich Phosphor, fast alle Getreidetypen, besonders Weizen. Und aus dem Grunde, ich persönlich esse kein Weizen mehr. Und ich merke, dass ich dadurch einfach mehr Energie habe. Und stattdessen, was weiß ich, viele Salate oder so, aber wenn ich denke, dass das in den Böden ja schon nicht mehr drin ist, was wir eigentlich brauchen, dann ist es ja auch gar nicht, wenn ich jetzt im Supermarkt mir dann den Salatkopf, oder was würdest du empfehlen jetzt, wie gesagt, für den einfachen Zuschauer, wie er das ein bisschen optimieren kann, und was wäre die Hardcore-Optimierungsvariante? Also mir sind so ein bisschen die Hände gebunden, was ich hier sagen kann. Aus dem Grunde, ich kann eigentlich jedem nur raten, selbst Ernährungsspezialist zu werden. Er muss sich mit Ernährung befassen. Ernährung ist so unglaublich wichtig. Also das ist, wir sind biochemische, biophysikalische Wesen. Ja? Wir müssen unseren Kern verstehen, um uns energetisch, um uns vital zu erhalten. Jetzt haben wir das Problem, in der Schule haben die meisten irgendwie mitbekommen, Physik, Chemie, das ist so langweilig, und ja, und das ist auch so schwierig, irgendwie, die wollen gar nichts davon hören. Aber
Ja, wer sich damit befasst, der kommt immer mehr zu dem Schluss, in der Schule wird Chemie, Physik sowas von langweilig beigebracht. Ja. Beim jungen Mädchen, dem ich jetzt in Chemie einfach unter die Arme reichen sollte, wir haben Chemie zusammen gelernt und ich habe ihr gesagt, so diese Reaktion geht so und so im Vergleich zu der anderen. Es gibt also nicht in der Chemie, dass Reaktionen aufeinander aufbauen. Mhm. Und ich wollte eine Reaktion mit einer Basisreaktion erklären. Und sie sagt mir, nee, diese Reaktion, die ich als Basisreaktion bezeichne, die kommt erst nächstes Schuljahr. Na toll. Ich habe gesagt, Moment mal, du kannst diese Reaktion nicht verstehen, wenn du diese Basisreaktion nicht verstehst. Ja. Oder, wenn die nächstes Jahr kommt, dann interessiert mich das jetzt erstmal nicht, sondern ich erkläre dir diese Basisreaktion und dann die andere. Wir haben uns darüber gestritten, ich habe ihr dann die Basisreaktion erklärt und dann habe ich ihr, ich sag mal, eine Minute die Reaktion erklärt, die sie, worum es ging. Und dann sagt sie, ja, das ist ja jetzt ganz einfach. Ja, aber also, der Lehrplan gibt offenbar das so vor, dass man es gar nicht verstehen kann. Ist das eine Absicht? Es wundert mich sehr. Ja. Ja, also jemand, der Chemie versteht, der weiß, dass man die Sache nur nachvollziehen kann, wenn die Reihenfolge stimmt. Ja. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass in der Physik und in der Chemie die Reihenfolge vertauscht wird, dass die Menschen es eigentlich nicht mehr lernen können. Die kriegen über Merksätze noch irgendwas ins Hirn gepusht, aber richtig verstehen funktioniert nicht mehr. Also stell dir vor, da baut jetzt jemand ein Auto zusammen und nimmt jetzt als erstes die Scheiben in die Hand und versucht die Scheiben irgendwie mit Hilfskonstruktionen so fixieren, dass im nächsten Moment die Karosserie da eingebaut wird. Das wird im Moment in der Schule gemacht. Die Menschen denken, sie sind für Chemie, Physik untalentiert, weil sie es nicht verstehen. Und ich sage, sie können es nicht verstehen. Ja? Und weil sie da negativ konditioniert wurden in der Vergangenheit, denken sie, nee, ich will davon nichts mehr hören und geh mir weg davon. Also wenn ich das so höre, das klingt ja fast so ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie oder eine Absicht, die dahinter steht. Wir wissen ja auch über den Codex Alimentarius, dass es einen Plan gibt, eben ganz viele Dinge, die uns gesundheitlich betreffen, eben, sag ich mal, also das, was gut für uns wäre, rauszunehmen und stattdessen Dinge, die nicht unbedingt gesund für uns sind, uns zuzuführen, dass also wirklich ein Plan dahinter steht, der, ja, wie auch immer man den bezeichnen will, nicht unbedingt gesund für uns ist. Also wir wollen da, glaube ich, jetzt gar nicht noch drauf eingehen, weil es natürlich sehr weit führt und teilweise eben auch vielleicht zu gefährlichen Aussagen führen könnte. Aber was du eben gesagt hast, jeder sollte sich wirklich intensiv damit befassen, was er zu sich nimmt. Das heißt auch, es zu verstehen, und man kann es auch im Rahmen dieser Sendung jetzt nicht in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde so erklären, dass es bei jedem so Klick macht, dass er sagt, ich ernähre mich jetzt anders. Beispielsweise diese Spiegelgeschichte mit der Vitaminlüge. Wenn man sich die Studie anschaut, das ist so offensichtlich, dass diese Studie nie funktionieren hätte können. Ja. Ja. Und da machen 35.000 Leute mit über mehrere Jahre. Da wird an 430 Orten diese Studie durchgeführt. Das spricht dafür, dass da mindestens 430 Ärzte beteiligt waren. Jedenfalls viele, viele, viele Dutzend. Und diese ganzen Ärzte machen da mit. Ja. Ärzte haben in ihrem Studium im Bereich Ernährungsmedizin die Biochemie der Ernährung, sie bekommen da sehr, sehr wenig mit. Ja. Und liegt vielleicht auch daran, dass wir so eine Expertierung haben, das heißt, die ganzen Bereiche sind nicht mehr ganzheitlich zusammengefasst, das heißt, der Physiker und der Chemiker und der Biologe, die verstehen sich im Grunde gar nicht mehr, weil sie ganz enge Blickwinkel haben. Und ne? Also viele Leute glauben aber, sie müssen ihren Arzt fragen, welches Vitamin, welches Mineral sie nehmen dürfen. Aber die Frage ist, fragen sie da den Richtigen? Ja. Also der Punkt ist, dass man über das Internet heute relativ viel rausbekommen kann, was man wirklich braucht. Die Krux ist so ein bisschen, man muss relativ gut im Englischen sein. Das heißt, auf deutschen Websites kriegt man so gut wie gar nichts raus. Auf englischen Websites wird da viel offener geredet und
Diejenigen, die sich wirklich dafür interessieren, bei welcher Krankheit welche Supplementierung angemessen ist, sollten irgendwie das Wort der jeweiligen Krankheit im Englischen recherchieren, mit verschiedenen Mineralien, von denen man glaubt, dass sie bei dieser oder jener Indikation einfach helfen könnten. Und man muss sich da einfach im Internet schlau machen. Davon abgesehen rate ich den Leuten, zu Vorträgen zu gehen von Leuten, die die Ahnung haben im ernährungsmedizinischen Bereich, im Gesundheitsbereich, und sich da dann peu à peu immer schlauer zu machen, weil ich sag mal, das ist ein Grundlagenwissen. Das ist ein Grundlagenwissen, was wir immer schon hatten, die bei den Urvölkern werden die Jugendlichen, die Kinder erstmal so ausgebildet, dass ihnen klar wird, welche Pflanze ist für sie gut, welche Natursubstanzen sind sie für sie gut. Und wir haben dieses Gefühl, was uns gut tut, verloren. Es gibt im Englischen diesen Spruch, true health feels much, much better than any food can possibly taste. Mhm. Also wahre Gesundheit fühlt sich viel, viel besser an, als jede Nahrung schmecken kann. Und wir haben heute das Problem, wenn wir uns ernähren, wenn wir was essen, dann gucken wir erstmal, dass es schmeckt. Und im nächsten Moment in zweiter Priorität, wie kann man es irgendwie gesund machen? Da legt man noch so einen Alibi-Platz dazu. Wenn man es überhaupt will. Und dann sind ja Geschmacksverstärker. Das heißt, das, was wir schmecken, ist ja teilweise gar nicht mehr das, was dann... Und wir müssten das umdrehen. Wir müssten das Wissen wieder uns aneignen, was uns gut tut. Ja? Und dann kaufen wir die Rohstoffe ein, die uns gut tun. Mhm. Und in zweiter Linie überlegen wir uns, wie können wir das, was uns gut tut, so schmackhaft machen, dass es auch richtig lecker ist. Und da wird man merken, dass auf einmal das Kochen, die Küche viel, viel kreativer wird. Dass man viel abwechslungsreicher sich ernährt. Und von daher ist dieses Wissen um Ernährung, wie man sein Körperpotenzial, sein geistiges Potenzial absolut nutzen kann, ich sag mal, einer der Schlüsselinformationen, um in unserer heutigen Welt lange gesund zu bleiben. Du machst ja Gott sei Dank Seminare und Vorträge zu diesen Themen. Also wir können es in dieser Sendung eben nicht so detailliert machen, dass es ausreicht. Du machst aber diese Tagesseminare sind das inzwischen, ne? Also braucht man schon ein paar Stunden für. Dann diese Gesundheitsbewegung. Bewegung ist ja auch nochmal ein schönes Thema. Also Bewegung ist, wir haben im Vorgespräch, ich will das jetzt nicht ausführen, aber darüber gesprochen, dass auch die Bewegung natürlich wichtig ist. Insgesamt auch, dass die Verstoffwechselung all dieser Substanzen, diese Bauarbeiten, diese Renovierungsarbeiten des Körpers überhaupt auch stattfinden können. Wir sind ein bisschen eng mit der Zeit. Also man kann deine Vorträge angucken und das empfehle ich jedem. Dann diese Gesundheitsbewegung, gibt es da eine Homepage wahrscheinlich auch? Ja, die Gesundheit, www.gesundheitsbewegung.eu. Ja. Okay. Da geben wir auch weitere Informationen. Wir haben heute hier in Deutschland, Europa leider das Problem, dass wir einfach begrenzt sind in der Gesundheitsinformation, die wir so freigeben können. Es ist also jede Aussage, dass etwas gesund ist, könnte schon fast gefährlich sein, oder? Ja, ich sag mal, diejenigen, die sich damit befassen, wie sie spezielle Gesundheitsprodukte, wir arbeiten da an super Lebensmittel aus meiner Sicht, ich nenne das Superfood, wie sie die in den Markt bringen können, ich sag mal, 75% der Arbeit, das sind juristische Themen. Ja? Wie geht das, wie kann man es argumentieren? Wo ist die Grenze? Wir haben über Verordnung einen so engen Raum, wo wir agieren können. Ja? Und für mich hat es nicht mehr viel mit einer freien Marktwirtschaft zu tun, sondern es hat sehr viel damit zu tun, da gibt es irgendwie einen übergeordneten Plan, und in diesem übergeordneten Plan hat man sich, wenn man gesunde Produkte, die der Bevölkerung, die den Kunden, die der Menschheit wirklich gut
tun könnten, nur noch einen geringen Bewegungsspielraum, wie man da was zur Verfügung stellt. Und es ist leider so, dass es die Bevölkerung, dass die Menschen überhaupt nicht ahnen, welches Potenzial in Nahrung steckt. Und aus dem Grunde, sie nehmen irgendwelche, ich sag mal, normalen Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate, aber sie wissen gar nicht, welche Probleme die Hersteller haben, in einen Bereich ihnen diese Produkte anzubieten, wo sie wirklich einen großen Vorteil von hätten. Ja, also es ist sehr, sehr schwierig, hier heute in Deutschland gute Gesundheitsprodukte in den Markt bringen zu wollen. Und wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass die Menschen das besser verstehen und dann auch selbst fordern, dass hier der gesetzliche Rahmen so gesetzt wird, dass die Firmen, die verstehen, wie Gesundheit funktioniert, ihnen auch entsprechende Gesundheitsprodukte zur Hand geben können. Und da haben diese Firmen heute in Deutschland nur noch einen sehr geringen Spielraum. Ja, große Interessengruppen, die offenbar kein Interesse daran haben, dass wir gesund leben, könnte man als Schlusswort vielleicht mal sagen, was traurig ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Du machst das mit deiner Arbeit unermüdlich. Dafür danke ich dir, dass du uns kurze Einblicke gegeben hast. Ich glaube, liebe Zuschauer, Sie haben mitbekommen, wie wichtig das ist, wie viel daran hängt und dass wir in unserer heutigen Ernährungssituation vieles vernachlässigen und dass sich dann irgendwann mal sehr bitter bei uns rächen wird. Vielleicht dann, wenn es zu spät ist und wir gar nicht mehr viel mehr reißen können. Deswegen befassen Sie sich damit, gehen Sie auf die Seite gesundheitsbewegung.eu und hier, Seminare von dir sind sehr zu empfehlen. Wie gesagt, wir haben auch ein paar Vorträge noch bei Bewusst TV drin, wo auch einiges noch mal ein bisschen besser ausgeführt wird. Aber also nochmal, mittlerweile ist es fast ein Zweitagesseminar. Es wird immer mehr. Diese Information, wie Gesundheit funktioniert, haben wir mittlerweile auch didaktisch so optimiert. Selbst ein Zweitagesseminar, da sagen noch die Gäste, dass es einfach zu kurz ist, sie wollen eigentlich noch mehr hören, es ist sowas von unlangweilig, ja, und sie merken, dass diese Informationen ihnen richtig gut tut. Also die Leute, die kommen das dritte, vierte Mal zu mir ins Seminar und merken immer noch, dass sie immer noch mehr lernen können, und wenn sie das anwenden, dann merken sie einfach, wie ihr Körper, ihr Geist davon profitiert. Also es gibt nicht nur essentielle Substanzen, auch essentielles Wissen, was für uns wirklich lebenswichtig sein kann oder fürs Wohlbefinden und für die Gesundheit. Dafür danke ich dir, Andreas Noack, dass du uns da ein bisschen Einblick gegeben hast. Vielen Dank und weiter so mit der Arbeit. Gerne, danke.